Sie haben Moritz hier begraben? Bei Nacht und Nebel? Sie haben sich die ganze Zeit nichts anmerken lassen. Was sollte ich denn tun? Ich musste Konstantin helfen. Er ist doch auch mein Sohn. Das ist so ein Wahnsinn. Ich werde es mir ewig vorwerfen, dass ich die Zwillinge auseinandergerissen habe. Dieses Unglück wäre nie passiert, wenn ich beide Kinder behalten hätte. Dass Moritz tot ist, das ist meine Strafe. Was sind Sie überhaupt für eine Mutter? Zwillinge trennen und dann Ihren Sohn hier begraben. Was sind Sie überhaupt für ein Mensch? Ich glaub das einfach nicht. Du lässt dich von uns bemitleiden und dabei hörst du alles. Tini, ich tue das ja nur für Sibylle, ehrlich. Ach so. Ihr zuliebe bist du taub, ja, das verstehe ich natürlich. Ja, damit sie mit der Pferdezucht loslegen kann, endlich. Aber was hat denn das mit deinen Ohren zu tun? Schadensersatz, Schmerzensgeld, der Saalfeld soll zahlen und Sibylle bekommt das Geld, damit sie den Trainer bezahlen kann. Ich hab das verdient, wirklich. Ich meine, ich war ja am Anfang wirklich taub. Und das ist kein schönes Gefühl, wenn man glaubt, dass man nie wieder was hören kann. Ach so, und das Gehör war ganz plötzlich wieder da. Ja, das darf der Saalfeld aber natürlich nicht wissen, sonst denkt er, diese Wellness-Gutscheine reichen aus. Machst du das jetzt wirklich aus Liebe? Xaver, ist dir eigentlich klar, dass wenn du damit durchkommst, dass das fettester Betrug ist? Quatsch, bei der Panik, die ich hatte, ich hab das wirklich verdient. Xaver, du willst das Geld doch, weil du angeblich immer noch taub bist. Also ist es Betrug. Ich fass es immer noch nicht. Ja, hör mir zu, bitte. Wenn das rauskommt, ich sag keinem, dass du was davon wusstest, ja? Komm, wir sind so lange befreundet. Du musst mir helfen. Auf dem Ohr bin ich taub. Was? Ich muss weitermachen. Frau Burger, bitte, warten Sie. Lassen Sie mich doch erklären. Dafür kann es keine Erklärung geben. Sie haben offenbar in Ihrem Leben niemals hungern müssen. Wenn Sie wüssten, unter welchen Bedingungen ich damals gelebt habe. Es war schwer genug, ein Kind durchzubringen. Warum durfte Moritz nicht wissen, dass er einen Zwillingsbruder hat? Man hätte Konstantin für Moritz' Tod verantwortlich gemacht. Das musste ich verhindern. Aber es gab Konstantin doch schon. Es wäre doch keine Schande gewesen, über ihn zu sprechen. Sollte ich jedem erzählen, dass ich ihnen damals das Baby weggegeben habe? Wenigstens mir hätten sie es sagen müssen. Ich habe mich geschämt. Konstantin und ich hatten noch gar keinen Kontakt, bis er hier auftauchte. Ja, aber spätestens dann. Irgendeinen Ton hätten sie sagen müssen. Aber ich habe doch anfangs auch ihn für Moritz gehalten. Und nach dem Unfall, ja, da war ich einfach überfordert. Meine ganzen Schuldgefühle kamen wieder hoch. Ich wollte einfach etwas wieder an ihm gut machen. Ich habe es für Konstantin getan. Moritz' Tod war schlimm für ihn. Das verstehe ich ja trotzdem. Es war ein Unfall. Den hätte man doch nicht vertuschen müssen. Weiß ich, ob ihm jemand geglaubt hätte? Er wäre ins Gefängnis gekommen. Sie waren doch dabei. Was ist die Aussage einer Mutter wert? Er hätte sich stellen müssen. Das wollte er doch. Aber ich habe ihn davon abgehalten. Ich hatte Angst um ihn. Wenn Sie einmal Kinder haben, werden Sie das sicher verstehen. Niemand wusste von einem Zwillingsbruder. Und das musste so bleiben. Nur so konnte ich Konstantin schützen. Und deshalb habe ich seine Asche dort vergraben. Sie haben ihn verbrannt? Natürlich nicht ich persönlich. Es war das Schrecklichste, was ich jemals in meinem Leben tun musste. Was erzählen Sie mir da eigentlich für eine Geschichte? Bitte schön. Danke. Na, darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? Immer noch dieser Burnout? Also, wenn Sie drüber reden möchten? Mein Gott, Sie können da stolz auf sich sein.
Der Fürstenhof, so wie er jetzt dasteht, das ist doch auch Ihr Werk. War das nicht deutlich genug? Ich will nicht reden. Deswegen müssen Sie gleich pampig werden. Ich muss mal mit Arbeit für so einen jungen Mann sich nützlich machen. Das wird Wunder. Super Idee. Vielen Dank. Darf ich Ihnen was bringen, Herr Seifelt? Christian, ja, einen Espresso. Sehr gerne. Burnout. Mit 30. Das gab's in meiner Zeit nicht. Da hat man sich reingehängt, geschuftet bis zum Umfallen. Die beste Medizin gegen alles. Ihr jungen Leute lasst euch viel zu leicht hängen. Mit dieser Einstellung hätte ich den Fürsthof nie zu dem gemacht, was er heute ist. Wenn Sie gestatten, werde ich Ihre Leistung ein andermal bewundern. Denken Sie mal an Ihre Mutter. Oder an Ihre Freundin. An denen können Sie sich ein Beispiel nehmen. Die schaffen was weg. Nur weil Sie mit meiner Mutter mit ihr liiert sind, brauchen Sie nicht den Ersatzvater zu spielen. Von meiner Seite gibt es da keinerlei Bedarf. Früher hatten Sie bessere Manieren. Entschuldigen Sie mich. Was war das denn? Dein Lover nervt. Er will mir unbedingt weismachen, wie ich mit dem Burnout umzugehen habe. Vielleicht will er dir helfen. Das ist doch nett von ihm. Sein väterliches Getue kann er sich sparen. Madre de Dios. Werner und Moritz dürfen niemals erfahren, dass sie Vater und Sohn sind. Sag ihm, er soll sich aus meinem Leben raushalten, sonst kann ich für nichts garantieren. Ich bin nicht gekommen, um mit dir über Werner zu sprechen. Komm bitte mit. Tanja, Xaver hier. Ruf mich bitte mal schnell zurück, wenn du das abgehört hast. Bevor du einen guten Freund verrätst, sollten wir vielleicht vorher noch mal miteinander sprechen, ja? Dankeschön, tschüss. Oh, Entschuldigung, ich dachte, es hat keinen Sinn zu klopfen. Ist der für mich? Ja. Danke, kommen Sie rein. Und? Wie geht es Ihnen? Leider keine Besserung. Das da ist eine Wiedergutmachung. Mein Ex-Mann ist ja leider dazu nicht fähig. Also habe ich die ganze Sache in die Hand genommen. Danke. Entschuldigung. Ist in Ordnung. Es hätte auch schlimmer kommen können. Also dann. Dankeschön. Keine andere Möglichkeit. Ich musste ja Theresa irgendwas erzählen. Und wie hat sie reagiert? Na, wie schon? Entsetzt, traurig. Ja, und jetzt ist sie endgültig davon überzeugt, dass Moritz tot ist? Ich hoffe es. Ja, und wie hast du ihr erklärt, wie du an die Leiche rangekommen bist? Ich hätte in der Zeitung von einer männlichen Wasserleiche gelesen, die nicht zu identifizieren war. Eine Vermisstenmeldung gab es nicht. Ja, und da bist du dann einfach so in die Pathologie reinspaziert und hast dir eine mitgenommen. Das ist ja sehr einleuchtend. Ja, natürlich erst, nachdem ich jemanden bestochen habe. Na komm, so was Verrücktes glaubt kein Mensch. Na, hast du eine bessere Idee? Hat Theresa nicht gefragt, warum du das alles gemacht hast? Weil ich dich schützen wollte. Das hat sie eingesehen. Ja, jetzt müssen wir nur noch den Rest erledigen. Sie könnte auf die Idee kommen, nachzusehen. Wir müssen eine Urne vergraben. Mit irgendwelcher Asche. Hast du das verstanden? Ja. Es wird kein Wunder geben. Moritz ist tot. Ich muss meine Hoffnung begraben. Aber ich liebe ihn doch so.
Alfons, ist der Sack von meinem Gutachten schon gekommen? Ja, gerade eben. Sehr gut. Bitte sehr. Danke. Da gibt's noch eine zweite Seite. Ach, sehr gut. Sehr. Hallo. Hallo. So, Herr Bichler, sind die Dienstpläne für die nächsten Wochen schon fertig? Ja. Haben viele Kollegen Urlaub? Wieso möchten Sie auch frei haben? Ein paar Tage, wenn's geht. Schauen wir mal. Sekunde, ich komme jetzt da gerade nicht raus. Aha. Wohin soll die Reise denn gehen? Ach, das ist keine wirkliche Reise, also. Ja, nächste Woche schaut's gar nicht so schlecht aus. Ja. Brauchst du frei? Für Fabienne, oder? Nein, nein. Du, nächste Woche könnte ich einspringen. Das geht schon irgendwie. Ich habe mir ehrlich gesagt überlegt, mir endlich meine Nase machen zu lassen. Was ist denn nicht in Ordnung mit deiner Nase? Die ist zu groß, hallo? Die ist zu groß. Ja, vielen Dank. Aber die? Ja, stimmt. Ihre Nase ist okay, Tanja. Na gut, diese. Okay, ich. Herr Sommichler, ich habe nur ein Leben. Da möchte ich bitte eine perfekte Nase haben, okay? Außerdem ist es heutzutage kein Akt, dass wir Haare schneiden. Moment mal, eine Nasenoperation ist nicht ohne. Zuerst einmal wird hier die Haut abgelöst vom Nasenrücken, ja. Und dann wird hier und hier geschnitten, damit man das Nasenskelett freilegt. Und das wird dann bearbeitet, und zwar mit Hammer und Meißel. So. Ja, das könnte ich übernehmen. Das Werkzeug habe ich daheim von meiner Küchenrenovierung. Ja. Und außerdem, eine Narkose birgt immer ein Risiko. Du solltest schon wissen, worauf du dich da einlässt. Ja, hallo, wofür gibt's denn Schmerzmittel? Und wer sagt, dass dir die Nase nachher gefällt? Also ich habe, ganz abgesehen davon, von den Operationen, die missglückt sind, ich habe da schon Dinger gesehen, also die waren gut. Und außerdem darfst du Fabienne eine ganze Zeit nicht nah an dich ranlassen. Warum? Ja, was glaubst du, wenn der beim Spielen dir eine so verpasst? Also, wie schaut's aus nächste Woche? Meine Güte, jetzt haben wir uns so verquatscht. Ich komme einfach noch mal. Ich muss noch überlegen.